Was geht ab, Leute? Willkommen zum zweiten Vlog meiner New School Aesthetics Lifestyle Serie, bei der ich euch zeigen werde, wie ihr ganz entspannt und ganz easy euren Traum Beachbody bekommt und vor allem den dann auch langfristig halten könnt. Ich will euch einen Lifestyle erklären, mit dem ihr abnehmen könnt, definiert und schlank bleiben könnt, aber gleichzeitig eben komplett flexibel seid, essen könnt, was ihr wollt, am Wochenende Alkohol trinken könnt, aber gleichzeitig auch eben die Balance mit der gesunden Ernährung halten könnt. Klingt wie eine Traumvorstellung, aber funktioniert. Und ich zeige euch, wie es geht. Also gebt dem Video einen Daumen hoch, folgt meinem Channel und ich würde sagen, wir starten das Video. Seit meinem letzten Vlog sind jetzt ca. 2 Wochen vergangen. Ich habe es in der Zeit relativ locker angehen lassen. Also mein Kalorienziel war, wie angekündigt, 2600 Kalorien pro Tag. Habe ich auch die meiste Zeit durchgezogen. Ich war allerdings 2-mal auch feiern, Alkohol getrunken und auch sonst ab und an mal ein bisschen drüber über diesen 2600 Kalorien. Ist aber alles nicht schlimm. Was ganz wichtig ist, ist nur, dass der Wochendurchschnitt auf jeden Fall noch im Defizit ist. Wenn ihr das Ganze eher locker seht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es langfristig auch durchhalten könnt, viel, viel höher. Also sich lieber weniger Druck machen. Dafür seid ihr auch in der Lage, es wirklich lange durchzuziehen, weil ihr einfach weniger Stress habt. Ich werde euch heute in diesem Vlog auch noch zeigen, wie ihr dieses Kalorienziel für euch selber findet. Also wie viele Kalorien ihr essen müsst, um abzunehmen. Jetzt zuallererst werden wir nochmal ein kleines Body-Update machen. Ich werde mich nochmal auf die Waage stellen, damit wir sehen, was passiert ist in den letzten 2 Wochen. Ich würde sagen, schauen wir mal gerade. Jetzt standen gerade 90,2 auf der Waage. Also so ungefähr 3 Kilo abgenommen seit dem letzten Wiegen vor 2 Wochen. Allerdings muss man sagen, das mit dem Gewicht ist wirklich so ein Auf und Ab, Auf und Ab. Also wenn ihr euch täglich wiegt und das aufschreibt, werdet ihr auch sehen, dass mal ein Tag ein bisschen drüber ist, mal ein Tag ein bisschen drunter. Wichtig ist nur, langfristig sollte es auf jeden Fall eher nach unten gehen. Dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Wie finde ich jetzt raus, wie viele Kalorien ich brauche, um abzunehmen? Um da einfach mal so einen Startpunkt zu finden für sich, dann sind diese Calorie Calculators, also Kalorienrechner im Internet, immer ein ganz guter Anfang. Ich zeige euch das jetzt mal gerade hier. Ich habe hier einfach bei Google Calorie Calculator eingegeben. Ich weiß, dass der hier gut funktioniert, und zwar der allererste Calorie Calculator. Genau, da kann man dann hier alle seine Werte eingeben. Wir gehen mal auf Metric Units. Da gebe ich hier mein Alter ein. 184 cm, 90 Kilo, wie wir eben gerade gewogen haben. Und was die Aktivität angeht, in meinem Fall ziemlich aktiv, so sage ich hier mal very active, 6 bis 7 Mal Sport die Woche. Mal auf Calculate. So, hier oben steht dann zum Beispiel, wie viele Kalorien ich brauche, um mein Gewicht zu halten. 2,8, um ein halbes Kilo zu verlieren, 2,3, um ein Kilo zu verlieren. Ich selber habe mir ein Ziel von 2,6 gesetzt und schwimme also immer irgendwo so dazwischen drin rum. Und das funktioniert auch wirklich gut für mich. Einfach erstmal einen Startpunkt finden, denn dann sehe ich ja, was passiert. Nehme ich zu, muss ich ein bisschen weniger essen. Und nehme ich super schnell ab, ist es entweder perfekt oder ich kann sogar noch ein bisschen mehr essen. Wenn ihr jetzt wisst, wie viele Kalorien ihr am Tag essen müsst, um abzunehmen, müsst ihr im nächsten Schritt jetzt auch noch wissen, wie viele Kalorien kommen aus Protein, wie viele der Kalorien kommen aus den Kohlenhydraten und wie viele der Kalorien kommen aus dem Fett. Punkt 1, Protein. In der Diät muss das Protein hochgehalten werden, um zu verhindern, dass Muskulatur abgebaut wird. Ich würde euch empfehlen, folgende Rechnung vorzunehmen. Euer Körpergewicht im Kilo mal 2 bis 2,5 Gramm. Also sprich, ich jetzt 90 Kilo mal 2,5, da bin ich bei 225 Gramm Eiweiß. Also es geht wirklich super, super schnell auf diese Mengen zu kommen, wenn man weiß, wie es geht und was man essen muss. Zweitens, die Fette. Wie das Protein sind auch die Fette ein essentieller Nährstoff. Das heißt, man braucht Fett, um zu überleben. Folgende Rechnung. Man nimmt das eigene Körpergewicht und multipliziert es mit 0,6 bis 0,8. Je nach Präferenz. Ich persönlich rechne immer mein Körpergewicht mal 0,6 ungefähr, im Prinzip so 60 Gramm. Und das würde ich euch auch empfehlen. Einfach euer Körpergewicht mal 0,6, 0,7, 0,8. Wenn man jetzt seine Kalorien kennt, die Proteine ausgerechnet hat und die Fette ausgerechnet hat, kommen wir zum letzten Nährstoff. Das sind die Kohlenhydrate. Man kennt ja die Menge des Proteins. Sagen wir mal 200 Gramm. Dann mache ich das Ganze mal 4,1. 1 Gramm Protein hat 4,1 Kalorien. Dann nehme ich die Fette, sagen wir mal 60 Gramm, und mach die mal 9,1. Denn 1 Gramm Fett hat 9,1 Kalorien. Damit habe ich die Kalorien ausgerechnet, die ich aus dem Protein und aus dem Fett ziehe. Die addiere ich jetzt und ziehe die wiederum
von meinem Kalorienziel ab. Was ich da jetzt als Differenz rausbekomme, sind die Kalorien, die ich jetzt noch in Form von Kohlenhydrate konsumieren kann. Und diese Zahl muss ich jetzt noch durch 4,1 teilen, um genau in Gramm zu wissen, wie viel Kohlenhydrate ich essen darf. Das Ganze sind nur Richtlinien. Ein paar Gramm drüber, ein paar Gramm drunter, überhaupt nicht schlimm. Auch wenn man mal 1000 Kalorien drüber ist. Ihr könnt das immer wieder ausgleichen. Langfristig kann man immer auch mal wieder einen Tag ein bisschen drunter gehen. Flexible Dieting. Ihr macht eine Diät, aber bleibt flexibel. Das ist diese Balance. Und achtet langfristig auf den Schnitt der Kalorien, dass ihr langfristig im Defizit seid. Beim New School Aesthetics Lifestyle soll das Ganze, wie gesagt, kein Sprint sein. Wir müssen nicht so schnell wie möglich shredded werden. Wir wollen shredded werden und dann auch shredded bleiben. Es muss Bock machen, es muss einfach sein, es muss stressfrei sein. Weil nur dann können wir das langfristig durchziehen. Ich gehe heute Abend auf einen kleinen Familiengeburtstag. Das heißt, ich rechne damit, dass ich heute wahrscheinlich ein bisschen mehr essen werde als sonst. Ich werde das alles tracken. Wie ich das mache, zeige ich euch dann, wenn es soweit ist. Da ich weiß, dass ich heute ein bisschen mehr essen werde als vorgesehen, werde ich heute auch meine Aktivität ein bisschen pushen. Ich werde versuchen, heute auch ein bisschen mehr Kalorien zu verbrennen. Ich werde jetzt mal ein halbes Stündchen ganz locker joggen, einfach um ein bisschen die Aktivität zu steigern für heute. Und wie schon im letzten Video erklärt, mache ich auch heute wieder Intermittent Fasting. Das heißt, ich esse nichts, trinke nur meinen Kaffee, trinke Wasser morgens. Ich würde sagen, starten wir. Um es gleich mal vorne wegzunehmen, man muss jetzt nicht zwingend seine Aktivität erhöhen, wenn man weiß, dass man am selben Tag mehr essen wird. Wir gehen ja davon aus, dass wir die ganze Zeit Kalorien tracken, weil wir ja abnehmen möchten und im Energiedefizit sind. Was passiert denn jetzt, wenn ich dann mal einen Tag 1500 Kalorien mehr esse? Die Antwort ist überhaupt nichts. Ich bleibe weiterhin im Wochenschnitt im Energiedefizit, also nehme ich auch weiterhin ab. Also macht euch ganz locker und entspannt euch, wenn ihr mal eine Mahlzeit richtig viel mehr gegessen habt. Es ist nicht schlimm. Die Diät geht ganz normal weiter. Und wie ihr dann auf so einer Party euer Essen trotzdem tracken könnt, auch wenn ihr nicht wisst, wie viele Kalorien das hat, das zeige ich euch noch in diesem Video. So, ich bin jetzt von meinem kurzen Jogging-Run zurückgekommen. 5 Kilometer gejoggt, laut Uhr 500 Kalorien ungefähr verbrannt. Jetzt gibt es einen kleinen Snack, also 400 Kalorien oder sowas in dem Dreh. Ich zeige euch mal, was ich mir jetzt mache. Und zwar gibt es jetzt hier so ein Porridge, das hat nur 240 Kalorien. Dann mache ich mir einen Proteinshake, feuer mir noch hier die Omega-3s und die Multivitamin-Tabletten rein. Multivitamin und Omega-3 nehme ich immer morgens und abends. Ich habe es ja schon mal gesagt, einfach um sicherzustellen, dass die Mikronährstoffe abgedeckt sind. Ich habe, glaube ich, 36 Gramm von dem Proteinshake plus diese kleine Packung halt hier, sind, glaube ich, so ungefähr 400 Kalorien. Und dazu noch hier Omega-3 plus die Multivitamin-Tablette. Generell auch in der Diät bringt es euch enorm viel, wenn ihr ganz viel Wasser trinkt. Denn es ist notwendig, wenn ihr viel Sport macht. Es macht euch auch ein bisschen voller, also sprich satter. Einfach wenn der Bauch ein bisschen voller ist, reicht es meistens schon, dass man nicht so wirklich eine Heißhungerattacke hat. So, ich scanne jetzt erstmal ein, was ich gerade gegessen habe. Da habe ich direkt hier das Nahrungsmittel. Manchmal gucke ich nochmal, ob das auch stimmt, was da drauf steht. Dann track ich das direkt ein. Dauert wirklich original 10 Sekunden. Dann habe ich das hier drin. Die perfekte Übersicht über meine Kalorien. Ich krieg so oft zu hören von Leuten, es ist mir zu anstrengend, wie kannst du denn jede Mahlzeit tracken, bla bla bla. Also ganz ehrlich, das dauert 5 Sekunden und der Benefit davon, der Vorteil davon ist überwältigend. Ich weiß immer exakt, wie viel ich gegessen habe, wie viel ich noch essen kann, ob ich zunehme, ob ich abnehme. Ich kann das perfekt steuern und das Einzige, was ich dafür tun muss, ist 2 Minuten am Tag aufwenden und mein Essen da rein tracken. So, jetzt nochmal ein kurzes Body-Update. Letztes Mal hatten wir das ja auch gemacht, den Startpunkt so ein bisschen markiert. Da hatte ich noch ein bisschen mehr Speck. Man sieht jetzt schon, das ist wirklich schon ein bisschen weggegangen. Also man sieht jetzt einfach mehr, schon wieder das Sixpack. Ja, das hat man vorher eigentlich fast gar nicht gesehen. Und hier unter der Brust ist auch kaum mehr Speck. Da merke ich das immer. Und auch das hier hinten ist ein bisschen weggegangen, wo ich eigentlich immer relativ viel Speck sitzen habe. Und wie gesagt, am Bauch auch echt schon besser geworden. Man sieht wirklich schon einen Unterschied. Und das nach ein bisschen über 2 Wochen. Und wie gesagt, es hat sich ja für mich gar nicht angefühlt wie eine echte Diät. Also es war wirklich ganz entspannt. Und dafür sind die Ergebnisse wirklich super. Und ich hatte nicht das Gefühl, in einer Diät zu sein. Also wirklich überhaupt nicht, fast schon im Gegenteil. Und das ist ja das, was wir beim New School Aesthetics Lifestyle auch wollen. Eben einen langfristigen Lifestyle, bei dem wir uns gut fühlen und auch gute Ergebnisse sehen können gleichzeitig. Und das ist ja das Ziel. Wir starten jetzt mein Rückentraining für heute. Ich fange an mit T-Bar Rows, jetzt direkt. So die Hauptübung.
Genau wie auch beim Bankdrücken lasse ich mir ganz viel Zeit zum Aufwärmen. Mache Stück für Stück schwerer, immer mehr Gewicht drauf, bis ich bei meinem Arbeitssatz angekommen bin, bis es wirklich anstrengend ist und da dann nach Gefühl, wie immer, 4, 5 Arbeitssätze mit schwerem Gewicht, mit ein bisschen leichterem Gewicht, nach Gefühl eben. Und langfristig stärker werden ist das Ziel, ich habe es ja schon mal erklärt. Mal ganz kurz zur Technik. T-Bar Rows, in die Knie gehen, man verschiebt den Schwerpunkt nach hinten, dass man in der Lage ist, sich schön vorzubeugen und den Rücken gleichzeitig gerade zu halten. Und dann im Prinzip stabiler Stand, wie gesagt, in die Knie und mit den Händen Richtung Bauchnabel bzw. Hüfte rudern. Und dabei schön die Schulterblätter nach oben ziehen, den Latt anspannen und die Ellbogen eng am Körper entlang führen. Rückenmuskulatur wird wirklich komplett getroffen. Und geht auch um die Rückendichte, oberen Rücken, man spürt wirklich alles. Und man ist vorgebeugt, ist auch super anstrengend, verbrennt viele Kalorien, also wirklich Top-Übung. Das ist jetzt mein letzter Aufwärmsatz, 80 Kilo auf die Stange gelegt. Gleich dann mit 100 Kilo gebe ich dann richtig Vollgas, mal gucken, ob da noch mehr drin ist. Die allererste Übung versuche ich wirklich mega schwer zu ballern. Da bist du frisch, da hast du die Kraft. Mit der allerersten Übung willst du den Overload erzielen. Das ist die Übung, die solltest du dir auch richtig aussuchen. Das ist die Übung, in der du versuchst, stärker zu werden. Die Hauptübung. Für Rücken würde ich da immer eine schwere Ruderübung empfehlen, um die sich das Workout im Prinzip dreht. Das ist die Hauptübung. Mit der fängt man an, denn da ist man frisch. Und da kann man sich dann steigern. Just so right, cost $20 just for a goose is right. But that's alright, cause now we out living the life. Out in Cali, there's a couple thousand misses rights. Another day in the life of the sleepless nights. If you ain't never. Das war jetzt mein Maximalsatz. Das hat schon richtig reingehauen. War mega anstrengend. Also einen super schweren Satz, wo ich wirklich versuche, an die Grenze zu gehen und richtig schweres Gewicht zu benutzen, ist natürlich die Form nicht mehr so sauber. Das macht aber absolut nichts. Langfristig führt das dazu, dass eure Kraft wirklich extrem steigt und auch eure Körperbeherrschung. Hier habe ich dann die Stange quer bei der Treppe. Ja, dann fange ich mal mit dem ersten Satz. Sieht gefährlich aus, ist es aber nicht. On the road to the dream. All I need is a team. Build your own self-esteem. You can do anything. Prove everything. Say what you mean and believe. Und jetzt werde ich mir direkt ein Gewicht um die Hüfte binden. Ich habe da so einen extra Gürtel für und dann nochmal 3 oder 4, je nachdem wie meine Power jetzt gleich ist, 3 oder 4 schwere Sätze machen. Ja, gehen wir los. Jetzt habe ich 10 Kilo extra Gewicht drum. Das war 9 Wiederholungen und davon werde ich jetzt nochmal 3 Sätze machen. So, jetzt sind wir bei den Dumbbell Rows angekommen, also Kurzhantel rudern. Dabei stütze ich mich hier auf der Bank ab und habe einen durchgedrückten Rücken und ziehe einfach mit der Kurzhantel Richtung Hüfte in etwa. Dabei versuche ich am untersten Punkt den Rücken schön aufzumachen, zu dehnen, den Latt, auch den oberen Rücken und dann wirklich die Kontraktion den ganzen Rücken reinzuziehen. So, jetzt werde ich direkt mal Gewicht auf die Kurzhantel laden. 40, 50 Kilo und damit dann 3, 4, 5 stärkere Sätze machen. Das Training heute hat nicht so viel Trainingsvolumen, aber das ist mal so, mal so. Heute habe ich eher richtig schwer trainiert. Ein andermal, wenn ich zum Beispiel im Studio trainiere, trainiere ich mit einem höheren Trainingsvolumen. Mache ich viel mehr Übungen und viel mehr Sätze. Mal so, mal so. Es muss Spaß machen und wie gesagt, es zählt, dass ihr langfristig immer dran bleibt, Spaß habt und Erfolge erzielt, stärker werdet im Training und dann habt ihr auch Muskelwachstum. Ich bin jetzt zur dritten Übung, vorgebeugtes Seitheben für die hintere Schulter. Ich werde jetzt hiervon mit diesem Gewicht 4, 5 Sätze machen wieder. Einfach schön hintere Schulter trainieren, indem man seitlich nach oben geht. Schön nach außen. Zur Bizepsübung. Da mache ich immer ganz gerne Concentration Curls. Dabei einfach die Kurzhantel nehmen, den Oberarm am Oberschenkel abstützen und dann einfach das Gewicht nach oben curlen. So,
das letzte Warm-up. Jetzt kommen nochmal 4-5 Sätze mit schwerem Gewicht. Da lege ich jetzt meistens immer so 20, beziehungsweise sind dann 23 Kilo auf der Kurzhantel. Da mache ich meine Concentration Curls mit, versuche da auch nochmal schwer zu gehen, soweit es möglich ist zumindest. Und ich finde, man spürt den Bizeps sehr gut bei der Variante. Und man kann aber auch ein bisschen cheaten. Also mit ein bisschen Schwung die Hantel hochbringen, macht es einfach möglich, richtig schweres Gewicht zu benutzen. Finde ich persönlich auf jeden Fall effektiv. Ich werde jetzt noch 3 schwere Sätze machen. Vielleicht den 4. nochmal leicht. Und das war's dann eigentlich mit dem Pull-Workout heute. Jetzt geht's in die Küche. Ich will was zu essen. So, jetzt gibt's mega Bro-mäßig, Bodybuilding-mäßig Brokkoli mit Pute. Ich versuche einmal am Tag auf jeden Fall eine ordentliche Portion Gemüse zu essen. Ich würze mir das aber wirklich auch immer ganz geil. Ich mache über das Brokkoli dann noch so ein bisschen Low-Fat-Käse und ein bisschen Low-Calorie-Ketchup. Auch aufs Fleisch halt, das würzt sich mir auch richtig geil und dann schmeckt das Ganze halt auch schon ganz gut. Ich habe es im letzten Video schon mal gesagt, ich versuche am Tag so Obst und Gemüse zusammen auf 600 bis 800 Gramm zu kommen, manchmal sogar auf 1 Kilo. Klingt übelst viel und übelst aufwendig, ist es aber überhaupt nicht. Hier wie gesagt so 400 Gramm Brokkoli, lecker gewürzt mit Käse drüber, schmeckt saugeil. Und abends in dem Quark mache ich wie gesagt Mango, Blueberries, Himbeeren, Banane, was auch immer ich habe und reinmachen möchte, haue ich mir den Quark und dann bin ich mal locker auf 1 Kilo Obst und Gemüse am Tag. Und da kann ich mir auch ganz tiefenentspannt den Rest des Tages Junkfood reinziehen, Eis reinziehen, was die Kalorien halt hergeben. Und deshalb jetzt hier nach dem Training erstmal nochmal eine ordentliche Portion Grünzeug. Der Ketchup hat wirklich überhaupt gar keine Kalorien. Das ist echt nichts. 3 Gramm Carbs oder so muss man nicht mal checken. So, wir sind jetzt nochmal auf dem Weg in die Stadt. Ein, zwei Besorgungen machen, vielleicht nochmal was Kleines essen und vielleicht ein bisschen chillen. Mal schauen. So, ich habe mir jetzt ein halbes Sub geholt. Vollkornbrot. Chicken Fajita heißt das, glaube ich, und alles an Gemüse drauf. Und dazu nehme ich immer Honey Mustard Soße, weil die Honey Mustard Soße, habe ich alles nachgeguckt, mal online, ist die Soße mit dem allerwenigsten Fett und insgesamt den wenigsten Kalorien. Und ja, genau. Ist eigentlich eine ganz gute Alternative. Hat, glaube ich, nur 300 Kalorien oder sowas. Muss ich nochmal nachschauen. Ich werde es später tracken und dann mal zeigen, wie ich das gemacht habe. So, ich habe jetzt einmal hier alles eingetrackt. Also ein 15 cm Chicken Teriyaki, steht Teriyaki, zwar Fajita, aber ist scheißegal, haben ungefähr dieselben Kalorien. Eine Portion Honey Mustard Soße und eine Portion von dem Subway Käse. Das Ganze hat jetzt 367 Kalorien, also echt ein ganz guter Snack so für unterwegs. Okay, ich wollte noch mal ein, zwei Sachen zu dem Thema unterwegs oder spontan unterwegs was essen sagen. Es gibt da so ein paar Regeln, würde ich sagen, die man da beachten könnte. Die Hauptregel ist natürlich, Kalorien eher niedrig halten. Ich habe jetzt zum Beispiel ein halbes Sub gegessen, irgendwie 370 Kalorien, glaube ich, waren es. Da achte ich dann immer zum Beispiel drauf, dass der Snack oder das Lebensmittel, das ich mir ausgesucht habe, halt Low-Fat ist. Also im Prinzip Low-Fat gleich wenig Kalorien. Und natürlich am besten auch immer mit ein bisschen Protein. Das geht ja bei dem Sub zum Beispiel ganz gut. Was aber dann häufig das Problem natürlich ist, wenn man irgendwo anders isst, weiß man ja nicht, wie viele Kalorien die Lebensmittel haben. Man muss dann im Prinzip ein bisschen schätzen. Das ist aber kein Problem. Die meisten Leute denken dann, oh Gott, ich habe keine Ahnung, wie viele Kalorien das Brötchen da mit Pute jetzt hatte. Das ist ja super scheiße. Ist es aber überhaupt nicht. Es reicht komplett zu schätzen. Je öfter ihr das macht, umso besser werdet ihr auch da drin. Was ich zum Beispiel mache, ist, wenn ich mir unterwegs ein Brötchen mit Pute oder Salat oder sowas hole, dann gehe ich einfach in den MyFitnessPal und track mir ein Brötchen ein, 50 Gramm Putenwurst, Salat, und 15 Milliliter Mayonnaise oder was auch immer auf diesem Brötchen drauf war. Und so einfach habe ich dann im Prinzip zu 80% richtig die Kalorien eingetrackt. Und 80% reicht. Wir haben keinen Druck, irgendwie alles perfekt zu machen. Einfach nach Gefühl eintracken. Das reicht völlig, um die Diät weiter funktionieren zu lassen und um im Defizit zu bleiben. Versucht immer, euch so viel wie möglich zu bewegen. Also sprich, wenn man unterwegs ist, geht lieber die Treppen, nehmt nicht den Aufzug.
Geht zu Fuß, wo ihr könnt, fahrt mit dem Fahrrad, einfach mehr bewegen. Das macht einen unfassbaren Unterschied. Und das wird einem zum Beispiel auch ganz schlagartig bewusst, wenn man einen Fitness-Tracker benutzt. Man verbrennt fast doppelt so viele Kalorien, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, im Vergleich zu, wenn man den ganzen Tag im Bett rumhängen würde. Also der Unterschied kann da echt enorm sein und das hilft wirklich sehr viel, wenn man einfach aktiv ist und sich mehr bewegt. Wir stehen gerade hier auf dem Dach von so einem riesigen neuen Rewe und ich habe spontan Bock bekommen, da nochmal kurz reinzugehen und mir nochmal irgendwie Junkfood, Eis oder irgendeinen Scheiß zu kaufen, den ich heute Abend dann essen kann. Und deshalb starten wir jetzt nochmal kurz da rein. Hast du weißt, dass die PETA da kommt? Diese Tierschutzorganisation. Ich hasse Tauben. Hier in Wiesbaden sind so viele Tauben, die kacken alles voll. Sogar hier am Bahnhof sind sau viele Tauben, die scheißen einem sogar auf den Kopf oder auf die Schulter. Ich habe das schon mal erlebt. Ich wurde auch schon mal angeschissen von so einem Vieh. Immer wenn ich die sehe, versuche ich die zu verscheuchen. Völlig eskaliert im Rewe, wirklich mega viel Junkfood gekauft, irgendwie für 25 Euro. Aber das ist ja das Gute an dem New School Aesthetics Lifestyle. Dadurch, dass ihr euch jeden Abend irgendwelche Sachen gönnen könnt, habt ihr halt keine Cravings. Solche Fresseskalationen passieren halt nicht, weil ihr eben jeden Tag Junkfood essen könnt. Das Schöne ist halt diese Balance und das ist eben das, was wir erreichen wollen. Dass wir keine Heißhungerattacken haben und uns jeden Tag ein bisschen gönnen können von den Sachen, die wir halt wirklich gerne essen. Das ist ja das Geile an diesem Lifestyle. Ich finde es sogar regelrecht motivierend, all diese geilen, leckeren Sachen, Schokolade, Eis und so weiter, mit in die Diät einbauen zu können und trotzdem abzunehmen, definiert zu werden, gesund zu sein, im Sport performen zu können und wirklich meine sportlichen Ziele und auch Diätziele alle zu erreichen und gleichzeitig zu essen, was ich will. So, räume ich jetzt alles erstmal ein. Und gleich muss ich noch auf den Familiengeburtstag, den ich schon angekündigt habe. Da gibt es dann auch noch was zu essen. Und da werde ich euch auch nochmal zeigen, was ich esse, wie ich das tracke und was für Food Choices ich da genau mache und wieso. So, ich war jetzt, wie ihr eben gesehen habt, auf diesem Familiengeburtstag und hab da ordentlich zugeschlagen. Gyros, so ein Reissalat, Krautsalat, griechischen Salat, Tzatziki und so Feta. Ich habe das Ganze jetzt mal wirklich nach Gefühl so eingetrackt, von den Mengen her, wie ich glaube, dass ich das gegessen habe. Das ist natürlich absolute Schätzung, aber meiner Erfahrung nach liegt man damit halt echt im Großen und Ganzen relativ richtig und ich mache es dann eher so, ich schätze lieber ein bisschen drüber und wenn ich mir nicht sicher bin, wie viel ich da gegessen habe, ob das jetzt 100 Gramm war oder 200, dann track ich lieber 200. Ich zeige euch das jetzt mal kurz. So, ich hoffe, man kann das erkennen. Das Ganze kommt auf knapp 1000 Kalorien raus. Jetzt bin ich insgesamt für heute bei 2289 Kalorien in etwa. Kohlenhydrate, da habe ich noch 100 Gramm etwa offen und die Fette bin ich schon 13 Gramm drüber. Mal schauen, was ich mir jetzt noch mache. Ich werde mal kurz gucken und zeige euch dann gleich, was es jetzt noch zu essen gibt. Deshalb gibt es jetzt diesen Quark und da schmeiße ich ein bisschen Himbeeren rein, 100 Gramm oder sowas. Danach dann noch irgendeinen geilen Snack. Ich glaube, es werden diese Oreos hier. So, jetzt kommen hier noch ein paar gefrorene Himbeeren rein. Manchmal haue ich die vorher in die Mikrowelle, um die aufzutauen. Aber meistens kann man die auch so schon reinschmeißen, wenn es nicht zu viele sind. Perfekt. Was haben wir da? 174 Kalorien nochmal. So, es sind jetzt tatsächlich diese Golden Oreos geworden. Heute beim Rewe gefunden. Direkt mal 5 von den Dingern getrackt, ungefähr 250 Kalorien. Ich bin echt immer noch an einem Riesendefizit heute. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Hier Himbeerquark plus die Oreos.
81 Gramm Fett, bin ich halt echt voll drüber geschossen, aber dafür mit den Kohlenhydraten halt wesentlich drunter, Eiweiß 14 Gramm drüber, aber alles insgesamt absolut in Ordnung. Wie gesagt, ich habe mich halt echt mega viel bewegt und ich wusste ja, dass ich heute drüber gehe, hatte mich eh darauf eingestellt und das passt auf jeden Fall. Also was ihr auf jeden Fall mitnehmen könnt aus dem heutigen Vlog ist, lasst es ruhig mal locker angehen, ja? Einfach drauf achten, nicht so fettige Sachen essen, wenn ihr auswärts esst. Kalorien versuchen niedrig zu halten, aber am Ende ein Foto machen von den Lebensmitteln und dann nachher zu Hause eintracken, dass man einen groben Überblick hat und im Zweifelsfall wieder ausgleichen kann. Vielleicht mit mehr Bewegung am nächsten Tag oder einfach mit ein bisschen weniger essen. Das sind so meine Tipps auf jeden Fall, wenn man auswärts ist. Aber das Allerwichtigste ist, dass man sich langfristig keinen Kopf darum macht, wenn es drüber gegangen ist. Denn es muss langfristig ein Lifestyle-Change praktisch stattfinden. Und nur wenn wir da auch dranbleiben können, Spaß dabei haben und das Ganze nicht so ernst nehmen, kann es langfristig funktionieren. Jetzt sind wir eigentlich am Ende von dem heutigen Vlog angekommen. Ich werde mir das hier jetzt alles reinziehen. Ja, im nächsten Video werde ich wahrscheinlich auf das Thema Alkohol trinken mal ein bisschen eingehen, wie man das in die Diät mit einbezieht. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Folgt meinem Channel, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Bleibt auf jeden Fall dran. Gebt meinem Video einen Daumen hoch, teilt es und so weiter. Ihr kennt das ja alles. Wäre echt nice. Dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.